I have to make an announcement. This talk is just a honeypot. You can all go now. Ah, they don't believe me, you see? Okay, who of you has a honeypot? Wer von den Leuten im Publikum betreibt einen Honeypot? On the audience, please, so I can see some. Thank you. Couple of you have. Okay, ein paar Leute melden sich. Glaubt ihr, dass die sicher sind? Glaubt ihr, dass man die nicht gegen euch verwenden kann? Denkt lieber nochmal drüber nach. And Itmarcher will now present you how honeypots can be deceived. Dean Sussman und Itamasher werden euch jetzt zeigen, wie man einen Honeypot übernehmen und gegen euch verwenden kann. Also einen warmen Applaus bitte. Okay, hello everyone. Ja, hallo zusammen. Leider kann Gadi heute nicht hier sein, also müssen wir es ohne ihn machen. Er ist eigentlich ein wichtiger Sprecher in jedem Talk. Es wäre schön, wenn er heute hier sein könnte, aber leider geht's nicht. Okay, worüber wollen wir reden? Was wir machen werden, ist, wir werden euch zeigen, wie ein Honeypot zu eurem Vorteil genutzt werden kann, aber auch wie es in der Vergangenheit benutzt wurde, wie wir das verbessern können. Okay, so just a disclaimer. Und erstmal ein kleiner Disclaimer. Es ist ein technischer Talk, also wir werden eine Menge technische Sachen auf den Folien haben. Aber wie ihr seht, und das ist vielleicht überraschend für einige, man braucht sehr wenig Vorwissen, um viele der Sicherheitsmaßnahmen von beliebten Honeypots zu überwinden. Das heißt also, diese Geschichten werden dann doch recht grundsätzliche Sachen sein. Und das hier so ein bisschen über uns, also wir arbeiten alle zusammen bei Symmetria. Wir haben das schon seit einigen Jahren hier gemacht und das ist ein großer Teil unserer Leben und ein großer Teil der Community. Also als allererstes möchte ich mal reden darüber, was ist Cyber Deception? Das ist so ein komisches Buzzword und man könnte sich vorstellen, dass ein Anwalt sowas verwendet, ohne richtig zu wissen, was das überhaupt ist. Wir würden gerne in der Lage sein, das Verhalten eines Angreifers zu benutzen und seine Methoden zu benutzen und zu beeinflussen. Denn wenn wir das machen können, dann gewinnen wir dadurch die Fähigkeit, sowas zu erkennen und Angriffe vielleicht zu verhindern. Wir haben eine ganze Reihe von interessanten Sachen, die wir machen können, sobald wir es den Entscheidungsprozess der Angreifer manipulieren können. Viele Leute haben in diesem Feld schon Forschung betrieben. Es sind sehr viele Deutsche auch dabei. Das Deception Toolkit von Fred Cohen war eines der ersten. Lance Spitzner, das HoneyNet Project, die haben sehr großartige Arbeit geleistet und haben dieses Forschungsfeld in den letzten Jahrzehnten wirklich weitergebracht. Und worüber wir reden möchten, ist, dass die meisten Leute meinen, was Honeypots für einen machen können, ist doch ein großer Unterschied zu dem, was Honeypots wirklich machen. Also was ist der Unterschied jetzt zunächst mal zwischen einem Angriff und einem Angreifer? Ein Angriff ist etwas, was sich dynamisch verändert, was man schwer abfangen kann. Es gibt verschiedene Werkzeuge, die herausfinden sollen, wenn man attackiert wird. Und es gibt natürlich, solche Mechanismen haben immer auch ein paar False Positives und das ist also ein Problem. Die Angreifer selber haben aber immer eine sehr spezielle Methode, wie sie arbeiten, wie sie sich in ihrem Netzwerk bewegen, wie sie vielleicht irgendwelche Authentifizierungs-Credentials in ihrem Netzwerk bekommen können. Und das sind solche Sachen, die man sehr schwer auf eine andere Art und Weise machen kann. Und hier sehen wir ungefähr, wie sich ein Angreifer fühlen muss, wenn er sich in eurem Netzwerk befindet. Es gibt also hier diesen Pfad. Ich habe also ein Netzwerk infiltriert und ich will irgendwie zu den Informationen kommen, die mich interessieren. Und das ist einer der Vorteile, den der Verteidiger gegenüber dem Angreifer hat. Der Verteidiger kennt sein Netzwerk sehr viel besser als der Angreifer. Also warum nutzen wir diesen Vorteil nicht aus? Und wenn man das Ganze mal von dem Gesichtspunkt der Strategie so betrachtet, in der US-Armee und in der US-Luftwaffe
haben sie hier diese Methodik entwickelt, die sich UDA nennt. UDA bedeutet Observe, also beobachten, Orient, orientieren, Decide and Act, also einen Entschluss fassen und ausführen. Und das ist das, was man, was ist ein taktisches Prinzip. Und wenn man beeinflussen kann, was in der Zeit passiert, wo die Observation, also die Beobachtung stattfindet, dann kann man damit alle weiteren Phasen beeinflussen. Also was wir im Grunde machen wollen, ist das hier. Das ist vielleicht ein bisschen schlechte Metapher, denn Wile E. Coyote verliert ja normalerweise gegen den Roadrunner. Aber im Grunde ist das also, was wir machen wollen. Wir wollen den Angreifer auf eine falsche Fährte leiten. Und wenn wir in der Lage sind, den Angreifer auf diese Art und Weise fehlzuleiten, dann könnte das eine große Veränderung herbeiführen. Es ist etwas, was nicht sehr teuer ist zu machen, aber für den Angreifer kann das sehr teuer werden. Und heute machen wir sowas noch nicht. Und wenn wir die einzelnen Elemente uns anschauen, wie wir einen Angreifer auf die falsche Fährte leiten, dann bricht man das auf sehr wenige einzelne Einheiten in einem digitalen Netzwerk runter. Per Definition sollte ja niemand in der Lage sein, über diese Verwirrungsstrategien irgendwas zu wissen. Ein Angreifer oder irgendjemand sonst, der sich im Netzwerk umschaut und Sachen macht, die er nicht tun sollte, kann also erkannt werden, und das gibt einem gewisses Wissen über Sachen, die im Netzwerk vor sich gehen. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass irgendwelcher neuer Code ausgeführt wird auf einem bestimmten Rechner, dann weiß man genau, das handelt sich dabei um Angriffscode. Und jetzt schauen wir uns mal die populärsten Honeypots an und reden ein bisschen drüber, wofür sie nützlich sind. Und dazu gehören solche Sachen wie das Scannen nach Botnetzen. Aber im Grunde sind ihre Fähigkeiten irgendwie ein bisschen begrenzt. Und der Grund dafür ist, dass diese Honeypots eigentlich nur Sachen emulieren. Also sie machen keine wirklichen Sachen, sondern sie simulieren nur. Und wenn ein Angreifer die dann erreicht, dann besteht ein Risiko für denjenigen, der versucht zu verteidigen. Nämlich, es besteht im Grunde darin, dass derjenige, der verteidigt, nicht in der Lage ist, den Angreifer vollkommen davon zu überzeugen, dass es sich hier um ein echtes System handelt. Wenn also der Angreifer weiß, wo sich der Honeypot im Netzwerk befindet, dann wird der Angreifer es vermeiden, diesen Rechner gezielt anzugreifen, denn die Warnmeldungen, die dann kommen würden ihn ja verraten. Okay, und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen sogenannten Low- und High-Interaction-Honeypots. Low Interaction bezieht sich im Grunde nur auf ein Protokoll, während High Interaction sich auf die ganze Maschine bezieht, die ein Angreifer eben angreifen kann. Und um ein bisschen die Terminologie klar zu machen, die Lage, einen Fingerprint eines Honeypots zu erstellen, ist das alleine schon eine Schwäche? Es ist sehr interessant, denn nehmen wir zum Beispiel mal Tor. Es gibt eine ganze Reihe von Schwächen, über die Code-Ausführung möglich ist, aber woran wir in Tor hauptsächlich interessiert sind, jemand, der das Tor-Netzwerk angreift, ist die Identität eines Endbenutzers. Wenn man also die IP-Adresse eines Tor-Benutzers rausfinden könnte, ist das dann eine Schwäche? Also meiner Meinung nach ja. Es ist so ein bisschen ein grauer Bereich. Okay, so bei Low-Interaction-Honeypots geht es einfach um Simulationen von Netzwerkdiensten, also zum Beispiel SMB, SMTP, DNS, so populäres Zeug halt, das Hacker finden wollen. Das ist ziemlich einfach, also Leute schreiben da halt irgendwie ein Skript, das dieses Protokoll, das Verhalten des Protokolls implementiert, und dann schaut man sich an, wer mit einem spricht, und dann sieht man da, was halt da reinkommt. High-Interaction-Honeypots sind halt die Systeme selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen SMTP-Server zeigen will, dann muss ich auch einen echten SMTP-Server haben. Es ist halt natürlich viel schwieriger zu überwachen. Und wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel einen Windows-Rechner nehme und den SMB-Traffic überwachen will, also das ist Wahnsinn. Weil es unglaublich viel Rauschen gibt auch. Und dann sind wir wieder zurück im normalen Problem mit
ja, False Positives und wie finde ich heraus, was da tatsächlich das Interessante ist an den Messdaten. Also wir wollten dann halt herausfinden, hat da sonst jemand probiert, Honeypots zu identifizieren? Also Shodan hat diese interessante Website hier, die heißt HoneyScore. Also ja, man gibt da eine IP-Adresse ein und das sagt einem dann, ist es ein Honeypot oder nicht. Also wir haben da ein bisschen rumgespielt, wir haben es allerdings nicht geschafft, dass es einem anzeigt, dass es ein Honeypot ist. Aber wir haben auch selber Honeypots aufgesetzt und haben das dann da nachgeschaut und es hat einem nie gesagt, dass es ein Honeypot ist. Ja, dann haben wir weitergesucht und haben ConPot gefunden. Also so ein SCADA-mäßiges Honeypot-Ding. Also es sieht aus, als wäre es eine SCADA-Maschine implementiert, aber nur ein ganz kleiner Teil des Protokolls. Und einer der Shodan-Leute hat halt das untersucht und hat gemerkt, dass jede ConPot-Implementation den gleichen Namen hat, das nämlich Mouser Factory. Und naja, da hat halt jemand gemerkt, das ist einfach jetzt die Standardeinstellung und es wurde dann so eingerichtet, dass man das ändern kann. Und naja, dann, naja, und das nächste war dann, ja, das ist halt überall die gleiche Seriennummer. Und wenn man jetzt nach dieser Nummer sucht, dann findet man genau diese Honeypots. Ja, die sind alle ConPot. Ja, dann haben wir mal so eine IP-Adresse hier eingetragen und dann, ja, tatsächlich zeigt es an, dass es ein Honeypot ist. Also ja, leider funktioniert die Suchmaschine halt nur für ganz, ganz bestimmte Dinge, aber für das meiste nicht. Also jemand im Publikum bittet mich, langsamer zu sprechen, also gut. Ja, wir werden jetzt mal einige Projekte anschauen. Also wir schauen uns mal die populären Honeypot-Projekte an. Ja, von den einfachsten bis zu den kompliziertesten. Und ich zeige euch, wie jedes von denen eine weitere Schicht Tarnung eingibt. Also fangen wir mal mit Artillerie an. Artillery. Es ist ein sehr cooles Projekt, ist sehr, sehr verbreitet. Man führt das einfach aus und es öffnet halt alle Ports, die so aussehen, als wären sie interessant für Angreifer, also DNS, HTTP und so weiter. Und jedes Mal, wenn man einen Port Zugriff gibt, dann gibt es einem einfach zufällige Informationen raus. Ja, so für all diese Ports, die Artillery konfiguriert. Und dann wird man blockiert durch eine Regel, die in IP-Tables eingetragen wird. Also wenn ich jetzt halt Artillery laufen lasse auf meiner Maschine und wenn jemand da jetzt nach SMTP-Servern sucht in meinen Metz, dann wird natürlich dieser Honeypot getroffen und Artillery blockiert dann diesen Endpunkt, diese IP-Adresse. Ja, das sieht jetzt halt nicht wahnsinnig täuschend echt aus. Ja, das sieht ja offensichtlich nicht wie SMTP-Traffic aus. Ja, also es gibt dann einfach zufällige Daten, also es geht nicht darum, dass sich einen echten Dienst nachmacht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Das Problem ist halt, wenn in diesem Netzwerk kein Schutz vor Spoofing ist, kann man jede IP spoofen und dann wird Artillery diese IP-Adresse blockieren. Also das heißt, man kann Artillery dazu bringen, beliebige IP-Adressen zu blocken, indem man einfach zwei Pakete Daten schickt. Das geht natürlich auch für die Gateway-Adresse in diesem Netzwerk. Also das heißt, man kann machen, dass es komplett aus dem Netzwerk fällt. Ja, was lernen wir jetzt davon? Wenn es einen Port gibt, den niemand anfassen sollte, dann ist das ein Hinweis auf einen möglichen Angriff. Und jetzt setzen wir es mal in den Standpunkt des Angreifers.
Also das heißt, jeder Ort, an dem ich mich jetzt hin verbinden könnte, könnte eine Falle sein. Wie gehe ich damit um? Bear Trap, das nächste Projekt. Bear Trap implementiert tatsächlich gewisse dieser Dienste. Das größte, das da drin ist, ist FTP. Wenn man jetzt mit Bear Trap spricht, dann kommt dieses Banner. Ja, also wenn man jetzt weiß, dass Bear Trap ein Honeypot ist, dann ist im Prinzip, wenn man da sieht, ist es so, als wenn man sich selber in den Fuß schießt. Also das Bear Trap sagt einem im Prinzip, hallo, ich bin ein Honeypot. Aber man kann das natürlich auch konfigurieren, das heißt, man kann da jeden x-beliebigen Text reinschreiben, aber das ist die Standardeinstellung und das ist eigentlich nicht wirklich geeignet dazu, einen Angreifer zu täuschen. Eine weitere Sache, die wir herausgefunden haben, die auch nicht konfigurierbar ist, ist, im Grunde gibt man dem ganzen Ding nur ein, also jeder FTP-Befehl, den man hinschickt, man bekommt als Antwort immer Fehler 530 zurück. Und das ergibt eigentlich im Zusammenhang mit dem FTP-Protokoll keinen Sinn. Also kein anderer echter FTP-Server würde sich so verhalten. Das Protokoll ist so definiert, dass wenn man einen Benutzerbefehl hinschickt, dann soll es eine bestimmte Antwort zurückliefern. Und einfach 530 zurückzuliefern, da gibt keinen Sinn, denn das ist keine spezifische Antwort auf den Befehl, den man hingeschickt hat. Das heißt also, da ist es auch sehr leicht möglich, Bear Trap effektiv zu erkennen. Wenn wir uns andere FTP-Server anschauen, wie zum Beispiel VSFTP, was da passiert, wenn man mit verschiedenen Befehlen arbeitet, dann sieht man hier, dass da also wirklich auch spezifische Antworten zurückkommen. Bear Trap leidet außerdem unter denselben Problemen, was IP-Spoofing angeht, wie Artillery. Also es macht da im Grunde genau das Gleiche. Sobald es sieht, dass sich jemand verbindet, dann fragt es noch nach dem Benutzernamen und Passwort. Und sobald das angegeben wurde, dann wird eine IP-Tables-Regel erstellt, die dann die Ursprungs-IP blockiert. Und auf diese Art und Weise kann man auch jede x-beliebige Maschine einfach aus dem Netz schmeißen. Also was haben wir da gelernt, wenn wir einen Service implementieren? Dann ist das schon besser, was die Täuschung eines Angreifers angeht. Aber wenn wir das Ganze aus der Perspektive des Angreifers betrachten, dann ist es natürlich klar, als Angreifer werde ich jetzt gezielt nach Sachen gucken, an denen ich ganz eindeutig erkennen kann, dass es sich hier um einen Honeypot handelt. Und im Falle von Bear Trap ist das eben diese Default Welcome Message. Honey D ist einer der bekanntesten Honeypots. Es ist eigentlich mehr eine Plattform als ein einzelner Honeypot. Es ist eigentlich eine ganz coole Sache, denn es erlaubt es euch, verschiedene Sachen an HoneyD reinzuschreiben und zu erweitern. Also man kann verschiedene Arten von Netzwerkservices erstellen und für jeden dieser Netzwerkservices kann man ein Skript hinterlegen, das dieses Protokoll implementiert. Das Problem dabei ist allerdings, dass HoneyD mit einer ganzen Reihe von Standardskripten ausgeliefert wird, die jeder benutzt, denn im Grunde will man ja nicht das Rad zweimal erfinden und ein Protokoll wie FTP oder SMTP, was bereits vorhanden ist, nochmal schreiben müssen. Und in diesen Protokollen das erlaubt einem natürlich auf sehr einfache Weise, diesen HoneyD ein Fingerprint zu erstellen und zu erkennen. Also wenn man HoneyD für etwas benutzt, wenn man will zum Beispiel einen IIS-Server emulieren, dann gibt es hier oben den Befehl, den wir hier oben auf der Folie sehen, und HoneyD versucht, diesen Befehl zu implementieren. Denn das ist halt was viele automatische Scanner-Tools benutzen, um von einem IIS-Server eine Verzeichnisliste abzuholen. Und was dann passiert ist, genau die gleiche Antwort wird jedes Mal von jedem HoneyD-Server zurückgeschickt. Und wenn wir uns das Datum und Zeit anschauen, wann die Dateien zuletzt verändert wurden, dann müssen wir feststellen, die letzten 15 Jahre hat irgendjemand diese Dateien angefasst. Und das ist nicht sehr glaubwürdig und es erlaubt auch einem Angreifer sehr einfach zu erkennen, dass er es hier mit HoneyD zu tun hat. Wenn wir uns die anderen Protokolle anschauen, es gibt noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, HoneyD zu erkennen. FTP beispielsweise unterstützt nicht den Delete-Befehl, der einem normalerweise Dateien löschen lässt. Ich nehme an, das ist Absicht so, denn es ist natürlich ein bisschen gefährlich, einem Angreifer zu erlauben, Dateien in meinem Honeypot zu löschen, denn naja, damit könnte er im Grunde Sachen auf eurem System
beschädigen. Das SSH-Skript macht eigentlich gar nichts. Es öffnet einen Port und schickt keine Antworten zurück. Also es ist ein weiterer Weg, wie man das erkennen kann. Und auf jeden Fall, wie man es auch macht, es ist dem Angreifer wird es sehr bald für den Angreifer wird es sehr bald offensichtlich sein, dass er es hier mit HoneyD zu tun hat. Eine mögliche Korrektur für IIS könnte zum Beispiel einfach eine leere Verzeichnisliste zurückliefern. Denn, die Liste, die zurückgeliefert wird, enthält einen Haufen Zeug und man muss das schon glaubwürdig machen. Man sollte verschiedene Sachen natürlich auch regelmäßig durch Zufallswerte ersetzen, wie zum Beispiel Bytegrößen und ähnliches, damit es wirklich variabel aussieht. Und was wir daraus lernen können, ist, wenn wir einen Service implementieren, dann sollten wir keine ganz offensichtlichen Hinweise auf uns zurückliefern. Im Grunde ist das auch wieder nur, als ob HoneyD schreiben würde, hallo, ich bin ein Honeypot. Und wiederum aus der Perspektive eines Angreifers, jeder Service, mit dem wir reden, da sollten wir eigentlich schauen, ob er es zum Teil nur implementiert ist und manche Sachen einfach fehlen. Nächste Haltestelle, Nova. Nova ist ziemlich cool. Was es tut, ist, es benutzt HoneyD auf eine Art und Weise, die mehr aus der Perspektive einer Gesamtlösung zu sehen ist. Das heißt, man hat hier eigentlich ein ziemlich cooles User-Interface. Wir können Maschinen erzeugen, wir können uns die Logs anschauen und wir haben da eine Reihe von Konfigurationen. Also anstatt, dass man einfach nur an bestimmte Ports bestimmte Skripts hängt, emuliert das eine komplette Maschine. Es kann also eine Windows-Maschine emulieren, eine Linux-Maschine oder was auch immer. Und das sieht dann wirklich so aus wie eine Maschine in diesem Netzwerk. Das Problem ist, wenn wir eine Windows-Maschine erzeugen, die Standard-Windows-Konfiguration hat keinen NetBIOS-Service-Script. NetBIOS ist allerdings ein sehr altes Protokoll, das auf jeder Windows-Maschine existiert. Und es wird ganz, ganz oft in Netzwerken benutzt, wo Windows-Maschinen sich drin befinden. Die benutzen NetBIOS beispielsweise, um andere Maschinen im Netzwerk zu finden. Also was dann passiert und was Nova tut in seiner Standardkonfiguration, es erzeugt einen offenen Port für NetBIOS und erlaubt auch Verbindungen dahin, aber es implementiert den Service überhaupt nicht. Das heißt, da ist ein offener Port, man kann damit reden, aber man bekommt nie eine Antwort zurück. Das ist eine Situation, die einer echten Windows-Maschine nie passieren würde. Die einzigen beiden Optionen, die man also hat, ist also entweder es ist durch eine Firewall gesperrt, aber dann würde ja der Port als geschlossen erscheinen. Also im Grunde, man sieht sofort, dass es sich hierbei um eine Nova-Windows-Maschine handelt. Ein möglicher Fix wäre vielleicht die neueste Version von HoneyD mitzuliefern, denn das hat ein NetBIOS-Script oder aber einfach den Port 139 zulassen. Und was können wir davon lernen? Wir sollten einen Service vollständig implementieren. Und aus der Perspektive eines Angreifers, wir sollten die Services anschauen, die eine Maschine uns anbietet, aber eben vollständig. Wenn es aussieht wie eine komplette Maschine, dann müssen wir feststellen, ob das auch wirklich alles Sinn ergibt. So, jetzt zu Kippo. Kippo ist ziemlich cool. Es ist ein Medium Interaction Honeypot für SSH. Das bedeutet also, man bekommt eine SSH-Shell, die man auch benutzen kann, aber die ist nur halb implementiert, denn es, auf die Art und Weise, wie das eben gemacht ist, es wird halt eben alles mitgeschnitten. Also es gab jede Menge Forschung, wie man das erkennen kann, und einer der möglichen Wege ist, dass, über die Leute geredet haben, viele der Befehle, die man normalerweise absetzen könnte, sind nicht implementiert. Aber einer, der existiert, ist WGET. Und der Grund, warum WGET implementiert ist, ist, wenn ein Angreifer diesen SSH-Honeypot angreift, dann soll er ja in der Lage sein, seine Tools, seine Malware von anderen Seiten runterzuladen. Das heißt, man erlaubt ihm, WGET zu nutzen und das ist eigentlich eine ziemlich große Angriffsfläche. Man könnte das benutzen zum Beispiel, um einen DDoS-Angriff auf andere Maschinen durch solche Honeypots auszuführen. Man könnte auch einen Portscan auf das Netzwerk durchführen. Im Grunde bietet man damit seinen eigenen Relay in seinem eigenen Netzwerk, den der Angreifer für alles Mögliche nutzen kann. Und das ist ein Riesenproblem. Eine weitere Sache, was Leute gemacht haben, sie schauen, wie Kippo die SSH-Authentifizierung durchführt. Und wie sich herausstellt, das hier ist ein Teil von Kippo, des Kippo-Quelltexts. Es ist ein Fingerprinting-Problem, was bereits korrigiert ist. Aber was dieses Stück Code tut, wenn man es fragt, welches Protokoll möchtest du benutzen, dann sagt es einfach, ich unterstütze alles. Und das ist einfach nicht so, wie die meisten oder wie alle echten SSH-Server funktionieren. Ja, da sollte normalerweise ein Schlüsselaustauschmechanismus implementiert sein. Und das ist also auch ein sicherer Weg, Kippo zu identifizieren. Und nach all diesen Fixes waren wir auch daran interessiert,
ob wir immer noch in der Lage sein würden, Kippo zu identifizieren. Und was wir gefunden haben, ist zum einen, wenn man den Befehl uname ausführt, dann kommt immer die gleiche Antwort zurück. Der einzige Unterschied ist, er ändert den Namen der Maschine und da kann man also was in der Konfiguration einstellen. Das ist eigentlich ziemlich cool, denn es verrät einem die Compile-Zeit des Kernels und das ist ein ziemlich eindeutiger String, an dem man eine Maschine identifizieren kann. Das heißt, wenn man diesen String in Google eingibt, dann findet man Seiten von vielen Leuten, die entweder die Admins sind oder sich zu ihrem Netzwerk verbinden sollten und sagen, hey, das ist eine SSH-Maschine in meinem Netzwerk, aber die verhält sich ganz komisch. Ich weiß nicht genau, was das für eine Maschine ist. Hier ist der Uname, vielleicht kann einer von euch mir sagen, was hier verkehrt ist. Und das ist schon eigentlich ein bisschen witzig. Ein möglicher Fix dafür ist, entweder sollte man den tatsächlichen Timestamp des Kernels der Maschine zurückliefern, auf der Kippo läuft, oder einfach einen Zufallswert. Und was können wir daraus lernen? Der Honeypot gibt einem jetzt nicht nur einen Indikator für den Angreifer, sondern er sammelt auch Informationen über ihn. Und das ist ziemlich cool, denn je mehr Informationen wir von dem Angreifer bekommen, umso sicherer können wir sagen, das ist der Werkzeugkasten, den der Angreifer jetzt benutzt und wir können Abwehrmechanismen dagegen erstellen. Also wir können zum Beispiel, auf die SSH-Maschine, zum Beispiel, wenn er ein Sample runterlädt auf die Kippo-Maschine, dann können wir das gezielt blockieren. Und wenn wir aus der Perspektive eines Angreifers schauen, wir laufen jetzt nicht nur Gefahr, erkannt zu werden oder überhaupt gefangen zu werden, sondern das Netzwerk wird jetzt gegen uns benutzt. Das nächste Projekt ist Dionea. Das ist ein ziemlich beeindruckendes Projekt. Also ja, die Absicht von Dionea ist es, Malware einzufangen, die Dienste ausnutzt, insbesondere Dienste, die übers Netzwerk angeboten werden. Und das Ziel ist es, eine Kopie dieser Malware zu erhalten. Also ja, das Ziel von diesem Betrieb von Honeypots ist, dass man die Malware erhält, die der Angreifer verwendet. Und das ist eigentlich, am Ende ist das ein wichtiger Schritt, um solche Angriffe ins Leere laufen zu lassen. Also früher konnte man Dionea sehr leicht finden, wenn man es nämlich mit Mmap gescannt hat. Dann hat man nämlich einen SQL-Server gefunden und da war der Name drin, Dionea SQL-Server. Also ja, wieder halt ein Problem der Konfiguration dieses Dienstes. Das wurde jetzt natürlich gefixt, das passiert heute nicht mehr. Aber es gibt noch etwas sehr Interessantes, das wir gefunden haben bei unseren Untersuchungen. Wir haben mit dem Markus gesprochen, dem Maintainer dieses Projekts, die machen viele tolle Dinge. Was das Markus gesagt habe, ist, wenn ich mit Dionea arbeite, dann gibt es ein Haufen Zeug, das sich nicht so verhält wie normale Dinge, die ich erwarten würde, dass sich so verhalten hinter dem Honeypot. Und also ja, und das so kann man halt herausfinden, dass es ein Honeypot ist. Am Ende hier sagt er uns, ja, ich meine, mir ist schon klar, was du meinst. Aber das ist halt nur die Spitze des Eisbergs und da gibt es einfach sehr wenig, was ich tun kann. Ja, also ihr müsst halt wissen, alle von euch, die einen Honeypot betreiben, ihr werdet nie einen fortgeschrittenen Angreifer irgendwie täuschen können. Also man wird immer das detektieren können, dass es ein Honeypot ist. Ja, also um ein Beispiel zu nennen, wenn man einen HTTPS-Server laufen lässt auf Dionea, dann ist das Zertifikat signiert von Dionea, also von der URL von Dionea. Ja, also es ist nicht sehr gute Täuschung. Dann als nächstes, wenn man den FTP-Server braucht, dann kann man mit jedem Benutzer und Passwort sich einloggen. Ja, ich hab das noch nie sonst gesehen, dass man für einen Benutzer mehrere Passwörter verwenden kann. Und ja, und weiter, genau, der FTP-Server unterstützt Dili nicht, dieses Kommando. Was können wir von Dionea lernen? Ja, so, die versuchen, ihre Services so zu bauen, dass sie
angreifbar sind für bekannte Exploits, also wie zum Beispiel Blaster bei MS SQL Server und so weiter. Und sobald Dionea feststellt, dass so ein Angriff gefahren wird, dann wird Dionea zeichnet dann auch, was für Code ausgeführt wird. Und also jetzt aus der Sicht des Angreifers, wie gehe ich damit um? Also wenn ich also eine Maschine im Netzwerk anschaue, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen x86-config-Exploit verwende, das heißt jetzt für mich, wenn ich das ausführe, kann es sein, dass ich meine Malware verliere, weil die da aufgezeichnet wird. Das nächste Projekt ist Glasstopf. Das ist eine Webanwendung. Also Glasstopf sieht aus wie eine Webanwendung und untersucht Webangriffe. Also wenn man Glasstopf installiert, dann ist das die Default-Website. Also man kann da sehr viel Zeug einstellen bei Glasstopf und man kann praktisch jedes Filesystem oder Web-Applikation da reinladen. Aber in der Standardeinstellung sieht es eine sehr, sehr komische Page. Und ja, also viele davon ändern das ja jetzt auch. Und wenn man da jetzt hier unten die Website anschaut, ist ein großer Teil des Textes ist zufällig, aber diese Signatur hier unten bleibt immer gleich. Also dieser Footer der Webseite, dieser Kommentar hier, das ist ein sehr guter Eintrag, das wird nicht verändert. Also ich habe einfach mal diesen String genommen und danach gegoogelt und ja, da habe ich ein paar sehr interessante Webseiten gefunden, aber eine der Top 500 Webseiten hatte das in einer Subdomain. Ja, also wenn jetzt zu eine Subdomain von sehr berühmter Webseite.com geht, dann findet ihr das da unten im Footer. Also offensichtlich verwenden die da Honeypots, aber nicht auf eine schlaue Art. Also denen ist offensichtlich nicht bewusst, dass wenn die das so einsetzen, dann führt, ist das eine sehr schlechte Täuschung. Ja, und was macht jetzt Glasstopf? Wenn man damit irgendwie interagiert, wird das aufgezeichnet und wenn man da irgendwas auf dem Filesystem macht, also es gibt da zum Beispiel so einen Directory Traversal Exploit, also ja, wenn man jetzt da zum Beispiel die Adresse /:// etc/shadow macht, dann gibt es ein Pfeil zurück, also das kann man auch einstellen und ja, das hier ist zum Beispiel das Default-File und das ist ein guter Weg, Glasstopf zu fingerprinten. Ja, das heißt, ja, leider gibt es hier die Möglichkeit, dass man das fingerprinten kann und der Benutzer kann da nichts konfigurieren. Ja. Also wenn man jetzt da etc shadow anschaut, dann sollte man auch, ja, wenn man auf das zugreifen kann, sollte man auch auf /proc zugreifen können. Und wenn man jetzt aber auf /proc zugreifen kann, also ja, das ist einfach sehr schwer zu simulieren, für die, die Honeypots konfigurieren, heißt das, naja, erstens mal muss man da der Inhalt des Filesystems füllen, also damit da eine Antwort kommt. Und dann, ja halt, sobald man dann weiß, naja, wenn jetzt da tatsächlich irgendwie die richtige Antwort gibt, dann kann man da natürlich Glasstopf finden, weil das ja auf dieser Maschine läuft, oder? Also ja, das heißt, wenn ich mir jetzt das da anschaue und auf Glasstopfs Speicher zugreifen kann, kann ich halt da rausfinden, ob das korreliert ist mit was auf der Webseite läuft. Also ich zum Beispiel nehme ich dann mehr HTTP-Requests mache und so. Also egal wie das da eingestellt ist, wenn solange das da irgendwie simuliert ist, kann ich rausfinden, dass das nicht echt ist, wenn da in /proc keine echten Daten drin sind. Ja, ich würde das folgendermaßen reparieren. Also man gibt einfach Permission Denied zurück. Aber ja, das macht halt nicht so viel Sinn in einer Linux-Umgebung. Also es ist nicht wirklich ein guter Fix. Was lernen wir in Glasstopf's Arbeit?
Ja, das ist das erste Framework, wo man das Filesystem anschauen kann. Es geht nicht nur darum, auf Netzwerkdiensten zu täuschen, sondern auch auf dem Filesystem der Maschine. Also beim Angreifer geht es darum, dass man zugeordnet werden kann. Also wenn man jetzt da Zeug ins Filesystem hintut oder sich da umschaut, dann verrät man natürlich etwas über sich, je nachdem, was man da anschaut. Ein weiteres ist KF-Sensor. Das ist recht interessant, denn das ist ein Honeypot für Windows. Es ist nicht Open Source, also es kostet Geld. Das gibt es schon seit, glaube ich, über 10 Jahren. Also wenn man auf die Webseite geht, dann die sieht aus wie die AOL-Webseite im Jahr 2000. Aber es scheint eine Reihe von Leuten zu geben, die das auch wirklich kaufen und benutzen. Und es funktioniert wohl auch halbwegs gut. Man bekommt hier dieses sehr große grafische Interface, was man benutzen kann. Und man kann fast jeden einzelnen Service, den eine Windows-Maschine so bietet, konfigurieren. Was ein bisschen komisch ist, also wenn man die Standardkonfiguration benutzt, dann bekommt man Warnungen über Broadcast Requests. Und das ist nicht wirklich gut, denn es bedeutet ja, dass man ständig irgendwelche Warnungen bekommt, sobald man diese Maschine ins Netzwerk hängt. Und die Standardkonfiguration für diese Software macht auch einen Sirenensound, sobald eine Warnung auftritt. Das heißt also, wann immer wir damit gearbeitet haben und damit Forschung betrieben haben, dann haben wir die Maschine ins Netzwerk gehängt und es gab sofort dieses Sirenensound. Das war grauenvoll. Yeah. So it gave us a lot of humorous moments. Und hat ein paar interessante Momente in unsere Forschungsarbeit gebracht. Also wie identifizieren wir das jetzt? Wenn wir den HTTP-Server aufsetzen, dann bekommen wir eine Standard-Webseite, man kann einfach den Inhalt dieser Standard-Webseite nehmen, man kann ihn googeln und findet dann eine ganze Reihe von verschiedenen KF-Sensor-Installationen, denn ja, niemand macht sich die Mühe, diese Standard-Webseite zu ändern. Wenn man HTTPS anschaltet, dann geht der Port auf, aber der Service ist nicht implementiert. Und das haben wir in den vorigen Beispielen auch schon ein paar Mal gesehen. Es gibt auch eine konfigurierbare Anzahl von Verbindungen, bevor jemand blockiert wird. In dem Sinne ist es auch verletzlich, genauso wie Bear Trap und andere. Das heißt also, es schützt einen nicht davor, dass der Angreifer eine Adresse spooft. Und auf diese Art und Weise kann man einfach Adressen aus dem Netzwerk schmeißen. Also was haben wir von KF-Sensor gelernt? Auch außerhalb des Open-Source-Ökosystems existieren genau die gleichen Probleme. Also es ist nicht irgendwie etwas, was die Projekte haben, weil sie Open-Source sind, sondern jeder Honeypot hat eigentlich solche oder ähnliche Probleme. Nachdem wir jetzt diese ganzen verschiedenen Arten des Deployments uns angeschaut haben und wie man Honeypots erkennen kann, haben wir einfach mal gesagt, schauen wir mal auf der ganzen Welt herum, wo Honeypots eher alle stehen. Das könnte ganz interessant werden. Und was wir dann gemacht haben, wir haben das CMAP-Projekt benutzt. Das ist also ein Weg, wie man einen großen Adressbereich des Internets schnell scannen kann. Und wir haben tägliche Scans nach HTTPS-Zertifikatsinformationen gemacht. Das haben wir einen Tag lang gemacht. Das war am 14. Juli 2015. Und wir haben also geschaut, wer hat dieses Dionea-Zertifikat, was dieses Dionea.carnivore.irgendwas ist. Und jede Webseite, die dieses Zertifikat hat, ist per Definition eben ein Dionea Honeypot. Und das hier ist das Ergebnis. Man kann es nicht so gut erkennen, aber es ist sehr offensichtlich, dass die meisten Honeypots an diesem Tag, die wir gefunden haben, mit Dionea in Taiwan stehen, zweiter Platz, die Vereinigten Staaten und die ganzen anderen Länder, ja, liegen irgendwo weit drunter, sind viel weniger signifikant. Das hier ist die vollständige Liste der Länder mit Anzahl der Deployments. Und so wie wir herausgefunden haben, welches Land zu welcher IP-Adresse gehört, ist einfach dieses ganz normale Geo-IP-Location. Also wir haben diese Dinger validiert und haben ein paar interessante Sachen hier herausgefunden. Also beispielsweise können wir sehen, dass wir hatten keine Honeypots in Tansania beispielsweise erwartet. Wir haben zum Beispiel mehr Honeypots als Russland. Also mein eigenes Heimatland Israel, hätte man meinen sollen, taucht hier auf der Liste auf, tut es aber nicht. Also dann wiederum ist Iran drauf, ganz interessant.
Ich komme darauf gleich noch zurück. Dann wollten wir herausfinden, welche Organisationen diese Honeypots installiert haben. Die größte davon war ein taiwanesischer Internetprovider, der eine Riesenanzahl von Honeypots hatte. Und anscheinend der eine Kerl, der dafür zuständig ist, der liebt Dianeer. Er sagt wahrscheinlich, jeder Traffic, der verdächtig vorkommt, wird zu einer Dianeer-Maschine umgeleitet. Es gibt wohl noch einen zweiten Kerl, der genauso denkt, in den Vereinigten Staaten. Ich würde mich gerne mal mit diesen beiden Kerlen unterhalten, das wird bestimmt interessant. Ein weiterer an einer Universität in Taiwan. Einer der größten Cloud-Provider hatte 80 Honeypots in seinem Netzwerk. Aber was interessant ist, sie veröffentlichen, unter welchen IP-Bereichen die Cloud ist, und dann gibt es noch einen anderen IP-Bereich, der zu der Organisation gehört, aber nicht zu der Cloud selber. Und das Interessante ist, dass die Honeypots nicht in dem Bereich der Cloud waren. Also entweder verstecken sie diese Informationen, was die echte Bereich der Cloud ist, oder aber sie haben diese Honeypots nur in ihrem Firmennetzwerk. Ein paar interessante Organisationen, die wir noch gefunden haben. Wir haben es ein bisschen anonymisiert. Es war so ein Verteidigungsministerium eines europäischen Landes, eine sehr große Wirtschaftsorganisation, eine Finanzdienstleister in Südafrika und eine Behörde in den USA. Weitere Organisationen, ein taiwanesischer Computerhersteller, ein japanisches Projekt, wo es um Infrastrukturarbeiten geht, aus Kambodscha eine Regierungsorganisation und ein Research-Blog, der sich mit Malware befasst. Das war ganz interessant. Wir sind auf diesen Blog draufgegangen. Und der Name ist MX0.Name des Blogs, ist ein Dianeer-Rechner. Das heißt also, der MX0-Record zeigt auf den Dianeer-Rechner. Und der Blog selber, auf diesem Blog spricht der Besitzer, wie er Malware-Weißspiele bekommen hat, indem er seine Honeypots aufgestellt hat. Also es ist ein bisschen witzig. Ich hatte mal für eine Weile drüber nachgedacht, etwas zu machen, dann drüber zu blocken, aber ich wollte nicht so richtig in diesen Black Hat Bereich reingehen. Und die einzige Organisation im Iran ist die iranische Ölgesellschaft, die National Iranian Oil Company, hat Dianeer eingesetzt. Eine der Unterdomains auf oil.ir, also wer auch immer diese Firma betreibt, der kennt sich wohl richtig gut mit Cybersecurity aus und hat eben diesen Honeypot auf einer seiner Subdomains eingerichtet. Als ich sah, dass diese iranische Ölseite diesen Honeypot hat, wollte ich mir auch HTTP und HTTPS anschauen und wollte mir anschauen, was da so alles passiert, und das ist das, was ich zurückbekommen habe. Das ist also die Default-Webseite von Glasstopf. Und dann sagte ich, Moment, wir haben Dianeer auf HTTPS, das hat Glasstopf auf HTTP. Vielleicht gibt es da so eine Art, eine Rechner, wo viele Honeypots gemeinsam installiert sind. Und das hat mich dann auf die Spur des Modern Honey Network gebracht. Das ist also ein Projekt, was im Grunde mehrere dieser Honeypots und Scripts zusammenpackt zu einer großen Maschine, die man einfach installieren kann, und man klickt dann auf Deploy Honeypots und man bekommt dann jede Menge Honeypots in ihrer Standardkonfiguration ausgeliefert. Also, welche Lektionen haben wir gelernt? Diese Probleme sind sehr leicht zu finden und ein Low-Interaction Honeypot kann solche Probleme auch nie wirklich vermeiden, denn das steckt denen im Design. Wenn ein Angreifer sich bewusst ist, dass er getäuscht werden soll, dann findet er diese Honeypots auch und kann sie erkennen und kann sie gegen den Verteidiger einsetzen. Was können wir also tun, um das Ganze besser zu machen? Was wäre ein guter Weg, diese Täuschung durchzuführen? Gehen wir mal durch diese einzelnen Schichten, die wir getan haben, und schauen uns mal an, was der Grund für die Probleme war. Also als allererstes müssen wir die Services anbieten. Dann müssen wir die Services vollständig implementieren. Dann müssen wir die Services, die wir anbieten, halbwegs sinnvoll für die emulierte Maschine erscheinen lassen. Dann müssen wir diese Services auch angreifbar machen für eine Reihe von bekannten Exploits, damit der Angreifer auch eben versucht, seine Malware zu installieren. Und
was wir dann auch machen wollen, ist, wir wollen auch diese Services für unbekannte Exploits angreifbar machen. Das Problem damit ist allerdings, wenn du nicht weißt, wie ein Zero-Day-Angriff funktioniert, wie soll man dann simulieren, wie eine exploitete Maschine sich verhalten würde? Und was wir in der Zukunft gerne hätten, ist, wenn diese Maschine eine echte Maschine wäre, aber das stellt immer die Frage, wie können wir dann alles beobachten, wie können wir alles loggen, wie können wir wissen, dass der Angreifer da drin ist. Ich habe so eine Pyramide erstellt, wie das aussehen könnte, also diese ganzen Sachen, diese ganzen Schichten, die wir implementieren müssen. Wenn wir den theoretisch besten Honeypot, die beste Täuschung implementieren wollten. Wir werden unseren Code veröffentlichen. Wir müssen da noch einige Problemchen drin beseitigen. Und wir wollen vor allem auch Danke sagen den ganzen verschiedenen Leuten, die auf diesem Gebiet beforscht haben. Man bekommt sehr viel Informationen, indem man solche Dienste laufen lässt. Und dieser Talk heute sollte euch einfach mal so ein bisschen nahe bringen, wie das helfen kann gegen solche Low-Level-Attacken. Aber die High-Level-Angriffe, die werden sich durch sowas nicht täuschen lassen, sondern man kann das eben auch gegen euch anwenden. Und das wollten wir eigentlich damit rüberbringen. Diese Leute haben uns hier geholfen bei unserer Forschung und wir möchten ihnen sehr, sehr danken. Ich werde jetzt die Namen nicht alle vorlesen, die Liste ist dafür einfach zu lang. Und das war's. Please come in front of the microphones, or you already did. That's nice. Okay, let's start with microphone one. Yes. So, hello, thank you. Hallo, danke für den Talk. Eine ganz, ganz einfache Idee ist mir eingefallen. Ich dachte, ich könnte einige dieser Fehler kopieren aus den Honeypots in meine echten Systeme kopieren. Und dann diese Mischung würde ich dem Attacker präsentieren. Man sollte vielleicht anmerken, manche dieser Honeypot-Projekte hatten eigentlich eine ziemlich ordentliche Täuschtaktiken, aber wenn man einfach die Standardkonfiguration benutzt und nicht weiter drüber nachdenkt und einfach der Meinung ist, ich bin sicher, dann ist das keine gute Idee. Also man muss wirklich drüber nachdenken über die Konsequenzen, wenn man einen Honeypot sich einrichtet. Yeah, so it's more of a remark. So, das ist mehr eine Bemerkung. Wenn man die Standardeinstellung verwendet, ist eigentlich nicht wirklich ein Problem der Software. Also wenn du zu faul bist, einfach den Bannertext zu ändern und das Dateisystem zu ändern und einfach die Standardeinstellung überall verwendest, dann ja, können wir Leute anhand von dem identifizieren. Und wenn man aber eigentlich diese Default-Einstellung anpasst, dann wird der Honeypot individualisiert und dann funktioniert's. Ja, das ist natürlich wahr also alle Projekte, die wir uns bei unserer Forschung angeschaut haben. Also wir haben für alle einen Weg gefunden, sie zu erkennen, ganz egal, welche Konfiguration wir benutzt haben. Der Grund, warum wir diese Standardeinstellungen erwähnt haben, wir haben halt einfach so viele verschiedene Leute gesehen, die einfach die Standardkonfiguration benutzt haben. Das heißt, man will natürlich irgendwo, dass diese Standardeinstellungen nicht ganz so leicht erkennbar sind. Aber natürlich sollte man sollte das auf jeden Fall ändern und sollte es individualisieren. Das ist auf jeden Fall richtig. Microphone 2, please. Wouldn't it be a good idea to use an actual? Es ist nicht eine gute Idee, einfach einen aktiven VSFTPD zu verwenden und dann ein Modul zu schreiben, um das Filesystem-Inhalt zu emulieren? Ja, es ist irgendwo so ein bisschen ein Kompromiss. Wenn man also Emulation macht, dann hat man natürlich selber die Gefahr, identifiziert zu werden. Definitionsgemäß, wenn man etwas emuliert, dann funktionieren zum Beispiel solche Zero-Day-Exploits nicht. Also man kann das immer identifizieren. Wenn man die echte Maschine allerdings hinstellt, dann ist das Problem, wie kann man das ganze Rauschen und das normale Zeug, was im Netzwerk passiert, dadurch unterscheiden, was ein Angreifer machen würde.
Und wenn man die sieht, wie der Angreifer mit dem System interagiert, müsste man ja jedes eins alles mitschneiden. Also zum Beispiel für einen SSH-Schlüsselaustausch wären wir nicht mehr in der Lage herauszufinden, ob das, was er gemacht hat, jetzt irgendwie bösartig war. Denn man weiß jetzt nicht, war das jetzt eine Interaktion eines Angreifers oder war es zum Beispiel irgendein Programm, was einfach nur ein Netzwerk abscannt. Was ist, wenn ich das Ganze umdrehe? Also, was ist, wenn ich meine echten Dienste so hinbiege, dass sie aussehen wie Honeypots? Ja, ist eine coole Idee. Ein Freund von uns hat ein Startup-Unternehmen, der macht genau das. Also, er lässt echte Maschinen wie Honeypots aussehen und versucht auf diese Art, Angreifer davon abzubringen, sie anzugreifen. Microphone one, please. Ich habe nicht ganz verstanden, wie ich einen Attacker dazu bringe, meinen Honeypot anzugreifen und nicht meine echte Webseite. Was Honeypots versuchen zu lösen, wenn ein Angreifer eine Maschine angreift, dann kann man kann ihn erkennen und man kann ihn ein Stück weit kontrollieren. Aber du redest hier über ein großes Problem, eine Ebene drunter. Also wie bekommen wir den Angreifer dazu, sich dem Honeypot zu widmen? Man muss es also schon so aussehen lassen, als ob da was Interessantes zu holen wäre. Ein Beispiel, was wir gegeben haben, ist dieser Blog dieses Malware-Forschers. Er hat da eine interessante Subdomain unter seiner Hauptdomain eingerichtet und hat das so aussehen lassen, als ob es ein Mail-Server wäre. Also mx0.domainname ist also der Standardname des Mail-Servers. Aber das ist eigentlich im Grunde ein ganz anderes Problem, was man auch lösen muss und nicht nur eben die Täuschung selber. A question from the internet, please. So, have you actually broken any honeypots in your research? Habt ihr einen Honeypot kaputt gemacht in euren Forschungsarbeiten? Ja, wir haben jetzt nicht wirklich gesucht nach irgendwelchen Schwachstellen, die uns das Ausführen von Code ermöglicht hätten. Denn, naja, man bekommt da nicht wirklich irgendwelchen Gegenwert raus. Das ist mehr so eine methodologische Geschichte. Also wir haben es einfach nicht versucht. Von daher wissen wir nicht, ob das möglich ist. Microphone number one, please. Just to answer to the question the other gentleman asked, and you said, how do you tell if it's an attacker? Also, wie kann man denn rausfinden, ob es ein Angreifer ist oder nicht? Also, was ich mir da angeschaut habe, war, man benutzt tatsächliches SSH, aber man nimmt dann ein PAM-Modul, das so die Top 10.000 Passwörter anschaut, die Leute bruteforcen. Also, da kann man dann nicht die Malware klauen oder so, aber wenn man das im Netzwerk hat, dann sieht man, wenn sich da jemand auf deinem SSH-Server einloggen will, dann weiß man, dass es ein schlechter Tag wird, weil da jemand in deinem Netzwerk ist. Also so weiß man, dass es ein Angriff ist. Also ja, es ist dann ja offensichtlich nicht jemand, der einfach sein Passwort sich vertippt hat. Ja, das ist wahr. Und das ist eine der grundlegenden Methoden. Ja, coole Sache. Any more questions? Yes, the internet has some more questions. Just one short one. So, would it be a good configuration to take one? Es ist eine gute Konfiguration, wenn man einen Default Honeypot nimmt und eine Handvoll angepasster Honeypots, damit der Angreifer das Gefühl hat, dass die individualisierten echter sind. Ja, die Sache mit der Täuschung ist immer, es gibt so viele verschiedene Wege, das zu tun und verschiedene Wege darüber nachzudenken, welche Wege der Angreifer benutzt. Also es gibt viele Sachen, die man machen kann. Eine der grundlegenden Sachen, die man aber berücksichtigen muss, wenn man über Täuschung redet, und es gibt verschiedene Ebenen der Täuschung. Wenn man also einfach nur mit diesen Script-Kiddies es zu tun hat, dann muss man da nicht diese High-Transaction-Honeypots installieren und ähnliches, sondern man kann dann einfach ganz normale Honeypots, über die wir geredet haben, einstellen. Vielleicht nicht gerade mit der Standardkonfiguration, denn die ist ja ganz offensichtlich kaputt. Do you have another question from the internet? No? Any other questions from the room? No? I close the talk now. Thank you very much. Es gibt keine weiteren Fragen mehr aus dem Publikum und